Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute im Bröhan-Museum mit dem Direktor Dr. Hoffmann. Herr Hoffmann, nun erschließt sich dem Zuschauer vielleicht nicht gleich, warum Bröhan-Museum? Wenn man jetzt im Internet nachschaut, dann erfährt man, es handelt sich um ein Museum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus. Aber Bröhan, woher kommt dieser Name? Bröhan-Museum. Der Name geht auf den Sammler Karl H. Bröhan zurück, der diese Sammlung zusammengestellt hat und sie zunächst in einem Privatmuseum präsentiert hat als eigenes Sammlungsmuseum und zu seinem 60. Geburtstag diese Sammlung damals der Stadt West-Berlin geschenkt hat. Und mit dem Zeitpunkt ist es dann ein öffentliches Museum geworden. Und als Ehrerweisung eben an diesen bedeutenden Sammler, der diese Objekte zu einer Zeit gesammelt hat, als sich noch kaum jemand für Jugendstil interessiert hat, trägt das Museum seinen Namen. Sind das also immer noch seine Objekte oder ist inzwischen auch noch was dazugekommen? Herr Bröhan hatte das Museum dann noch lange als Direktor selber geleitet, hat aus eigenen Mitteln und natürlich dann auch schon aus öffentlichen Mitteln die Sammlung erweitert. Und sie wächst natürlich bis zum heutigen Tag. Wir versuchen eben das Thema Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus so umfangreich wie möglich zu präsentieren, die ganzen Facetten zu zeigen. Und deswegen wächst die Sammlung bis heute. Warum heißt es eigentlich Jugendstil? Also in Deutschland spricht man vom Jugendstil, in Frankreich heißt es Art Nouveau, die neue Kunst. Der deutsche Name geht vermutlich auf diese bedeutende Zeitschrift Jugend zurück, eben die Jugend. Es war der Beginn eines neuen Jahrhunderts, der Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es gab eine allgemeine Aufbruchsstimmung. Die Industrialisierung war stark am Pochen, die Gesellschaft veränderte sich. Es war auch eine sehr junge Gesellschaft in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen war die Jugend so Sinnbild eigentlich für alles Moderne, für alles Neue. Und man wollte eben nach dem 19. Jahrhundert, auch nach den ganzen historistischen Stilen, einen neuen Stil finden und hat diesen Stil eben dann ganz programmatisch und ganz euphorisch Jugendstil genannt. Können Sie noch mal eingrenzen, welchen Zeitraum das umfasst? Es ist etwa ab den 1880er Jahren beginnt es zunächst vor allem in England, dem Mutterland der Industrialisierung, und schwappt dann über eigentlich auf die anderen europäischen Nationen. Ein erster ganz großer Blütepunkt ist die Weltausstellung 1900 in Paris, womit dieser Stil wirklich international bekannt wird. Und dann entwickelt er sich hin zum Ersten Weltkrieg, aber da beginnen schon eben die Industrialisierung auch in der Produktgestaltung immer stärker durchzugreifen. Und dann so mit dem Ersten Weltkrieg endet dann eigentlich allmählich der Jugendstil. Nochmal zurückzukommen auf diese Zeitschriften. Was war da neu? Also sie sind zum einen ganz neue grafische Entwürfe, wenn Sie sich das anschauen, wie jeweils der Schriftzug Jugend in jedem Heft komplett neu interpretiert wurde. Jede Heftseite wurde einem eigenen Gestalter gegeben. Er durfte sich dort spielen, austoben mit seiner Gestaltung und immer mit diesem Schriftzug Jugend experimentieren. Zum anderen war diese Zeitschrift aber natürlich auch ein ganz wichtiges Medium, um neue Entwürfe zu präsentieren, Texte über den Jugendstil zu publizieren, auch literarische Texte zu publizieren. Auch das passiert in der Jugend. Und es ist ja eine Zeit, wo man weit vor dem Internet ist, also Neuigkeiten und die Vermittlung von neuen Ideen und neuen Konzepten war schwierig und da sind eben die Zeitschriften ein ganz wichtiges Medium. Hier sehr schön bei diesem Beispiel, wo es eigentlich so eine Doppelung ist, die Dame im Cover liest sich selber in der Zeitschrift und eben der Gestalter hat dann Jugend hier oben eingebaut. Hier unten auch ganz faszinierend, das Thema scheint irgendwie Badeurlaub, vielleicht an der Ostsee gewesen zu sein. Und da bildet er den Schriftzug Jugend dann aus unterschiedlichen Fischen, Fischmotiven. Oder mein Favorit, glaube ich, ist überhaupt hier dieser Langläufer im Schnee, aus dessen Hauch sich hier oben dann die Buchstaben des Wortes Jugend bilden. Auf jeden Fall hat es was Spielerisches, ein spielerischer Umgang und ein
ja, ein freier Umgang. Ich glaube, das ist überhaupt natürlich ein Wesensmerkmal des Jugendstils, ein sehr freier, spielerischer Umgang mit gestalterischen Elementen. Vorher mit diesen historistischen Stilen hat man sich an gotischen Elementen, Barockelementen, Renaissance-Elementen orientiert und nun bricht das alles auf und es ist ein viel freierer Umgang mit den gestalterischen Elementen erlaubt. 1896. Jetzt stehen wir hier in einem Raum, hinter uns der Eiffelturm. Was hat es damit auf sich? Dieser Raum ist der Weltausstellung 1900 gewidmet. Die bis dahin größte Weltausstellung, die je stattgefunden hat, mit 40 Millionen Besuchern, weit mehr als Frankreich zu diesem Zeitpunkt Einwohner hatte. Die ganze Welt kam nach Frankreich, um die Neuerungen zu sehen. Und die Weltausstellung 1900 ist eigentlich dann der wirklich internationale Durchbruch des Jugendstils und deswegen für die Entwicklung des Jugendstils ganz wichtig. Das sind alles Exponate, die auf der Weltausstellung 1900 zu sehen waren. Und wir haben eben Manufakturen aus unterschiedlichen Ländern ausgewählt, die für ihre besonders gelungene moderne Gestaltung gelobt wurden. Das ist zum Beispiel eben die wunderschönen Lötz-Witwe-Gläsern aus dem österreich-ungarischen Bereich. Kaiser-Zinn, eben auch unterschiedliche Materialien ausgewählt. Kaiser-Zinn aus Deutschland oder Rörstrand-Porzellan aus Schweden, Sèvres-Porzellan aus Paris und Rosenburg-Porzellan aus Holland, um eben wirklich so die unterschiedlichen Zentren des Jugendstils auch mit ihren Objekten zu zeigen. Umfasste Jugendstil alle Bereiche der Gestaltung, also Möbel, Porzellan, oder gab es da auch Ausnahmen? Nein, alle Bereiche bis ins Grafikdesign, die Architektur natürlich auch. Man verstand diesen Stil wirklich als eine umfassende Gestaltung, die das ganze Leben des Menschen neu definieren sollte. Es war nicht nur eben, dass der Mensch sich schön gestaltete Objekte gekauft hat, sondern eigentlich sollte das auch ein neues Leben für den Menschen bedeuten. Auch die Mode spielt da eine Rolle, auch die Kleider, vor allem die Damen. Es war natürlich auch so eine neue Definition der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Auch die Mode der Dame verändert sich, wird freier. Man befreit die Frau vom Korsett. Mhm. Das Radfahren zum Beispiel, auch für die Damen, spielt in der Zeit dann eine Rolle. Und um Radfahren zu können, darf man eben keine zu enge Kleidung haben, die einen einschnürt. Ja, Herr Dr. Hoffmann, das ist jetzt hier so ein Beispiel, wo ich sagen würde, typisch Jugendstil, weil ich das eben damit verbinde, so ein florales Motiv oder ja in diesem Fall eine Seerose. Aber sowas Typisches kann man eigentlich für Jugendstil gar nicht festmachen, oder? Ja, es gibt nicht den Jugendstil, sondern es gibt viele Interpretationen des Jugendstils, die waren von Nation zu Nation etwas verschieden. Das Seerosenbuffet ist eins der Spitzenstücke unserer Sammlung von wahrscheinlich dem wichtigsten Jugendstilgestalter Paris, Hector Guimard. Und da sich dieser Stil, dieser französische Stil, hat sich sehr stark im Bewusstsein der Menschen als klassischer Jugendstil eingeprägt, eben diese floralen Elemente, die weichen Formen, die an der Natur orientierten Formen. Und Guimard kennt man eben als Paris-Reisender auch von den berühmten U-Bahn-Abgängen der Pariser Metro, die heute zum großen Teil, Gott sei Dank, noch erhalten sind. Ja, diese Seerosenform oben, wozu werden die gedient haben, als Blumenstütze? Ja, wahrscheinlich war der Raum, in dem das Buffet ursprünglich stand, deutlich höher als unser Museumsraum, sodass da noch Luft nach oben war und man dort oben eine Vase zum Beispiel abstellen konnte. Aber massentauglich ist das wahrscheinlich nicht, weil es
zu kompliziert in der Form ist, oder? Ja, das Seerosenbuffet ist eine Einzelanfertigung für eine Villa, die in Frankreich mal stand. Und vor allem auch diese französischen Gestalter setzten auf die handwerkliche Produktion, auf edle Einzelstücke, eben nicht auf die serielle Massenfertigung. Gerade eben diese Begeisterung für die Natur spricht für einen gewissen Eskapismus, also dass man eigentlich die Zeichen der Zeit und die immer deutlicher werdende Technisierung, Elektrifizierung der Großstädte, die Nacht wird zum Tag gemacht, die Städte werden immer heller, immer schneller auch. Massenmobilisierung durch die U-Bahn wird immer deutlicher, dass man sich eher davon distanziert und das aus der Stadt eigentlich verdrängen möchte. Und Guimard geht eben den Weg mit seinen floral überbordenden U-Bahn-Abgängen, thematisiert er überhaupt nicht, was eigentlich sich im Untergrund befindet, nämlich eine schnelle, krachmachende Maschine, sondern eben man hat eher den Eindruck, man betritt jetzt einen botanischen Garten, in dem Vögel zwitschern und eher Ruhe herrscht. Also eigentlich eine Distanzierung von der modernen, durch die Industrie und die Technisierung geprägten Welt.